Das Schloss St. Emmeram im Herzen von Regensburg, im 8. Jahrhundert als Benediktinerkloster erbaut und seit gut 200 Jahren im Besitz der Familie Thurn und Taxis. In einem kleinen Teil des Schlosses ist Wilhelm Imkamp seit etwa einem Jahr zu Hause. Ein kompletter Neuanfang mit 66 Jahren. Wie ist das so jetzt hier in Regensburg? Sie sind ja einfach auch mit Ihrer Haushälterin in eine neue Stadt gezogen. Erkennt man Sie, wenn Sie beim Bäcker sind oder beim Zeitschriftenhändler? Gehen Sie überhaupt groß raus? Wie ist diese Stadt für Sie jetzt vertraut geworden? Die Stadt ist mir sehr sympathisch. Ich verlaufe mich immer noch regelmäßig, weil die vielen entzückenden kleinen Gästchen mit den kleinen Geschäftchen, das lenkt natürlich ab vom Richtungssinn. Und ich bin ganz glücklich, wenn ich nicht erkannt werde. Und fühle mich auch in der Stadt eigentlich sehr, sehr wohl. Mir liegt auch der Dialekt. Nicht, dass ich ihn sprechen würde, aber ich höre ihn gerne. Und nein, ich bin wirklich gerne in der Stadt, aber sehr selten. Das Gebiet der alten Abtei und die Gebäulichkeiten der alten Abtei St. Emmeram sind so groß, dass man also hier den ganzen Tag laufen könnte und trotzdem nicht rauskommt. Zwei ehemalige Klosterzellen wurden umgebaut zum Wohnbereich und dort sieht es eigentlich aus wie früher in Vesperbild. Viele Erinnerungen, ein bisschen Nippes, Kunst. Aber der Alltag sieht natürlich anders aus als damals. Ich genieße es natürlich, dass der Termindruck nicht mehr so groß ist. Ich brauche nicht mehr jeden zu hören, ich kann mehr auswählen. Ich habe täglich eine heilige Messe und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, jeden Tag zu zelebrieren, ohne groß jemanden fragen zu müssen, ohne also Schlüssel ausleihen zu müssen, sondern hier im Haus sind drei Kapellen. Zwei dieser drei Kapellen stehen Wilhelm Imkamp offen. Die ehrwürdige Gruftkapelle direkt über dem Mausoleum derer von Thurn und Taxis. Hier ist es im Winter aber sehr kalt. Etwas heimeliger und auch näher dran am Wohnbereich des Prälaten ist diese kleine Kapelle, in der er täglich die Messe abhält. Früher ein Vesperbild, immer in einer vollen Kirche. Jetzt ist häufig nur die Haushälterin dabei. Macht das für einen wie ihn nicht einen Unterschied? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Es ist sicher eine Erleichterung insofern gewesen, beziehungsweise eine Beschwernis tritt gar nicht erst auf. Der Hauptteil der Messe wurde in Maria Vesperbild mit dem Rücken zum Volk gefeiert. Man sah also die Leute nicht. Wenn sie beim Kanon sind, haben sie im Vesperbild nicht gemerkt, ob einer oder ein paar hundert da stehen. Das hilft sicher. Ich habe so gelernt, auf die Zahl kommt es nicht an, sondern es kommt auf die an, die geistlich dabei sind. Und das sind die Heiligen, die im Kanon erwähnt werden. Das sind die armen Seelen, die nach der Wandlung erwähnt werden. Sodass also vielleicht sogar das Gefühl der Communio Sanctorum sogar noch stärker sein kann, als wenn man in der Freude über eine große Zahl aufgeht. Also für mich ist der Unterschied nicht so ganz groß. Aber Sie sind immer ein großer Prediger gewesen, haben darüber ja auch Bücher veröffentlicht mit Ihren Predigten. Das fehlt jetzt irgendwie, oder? Ja, ein bisschen werde ich wohl noch weiter veröffentlichen. Aber predigen heißt immer auch, sich einem gewissen Verkündigungsdruck aussetzen. Im Moment spüre ich noch eher die Erleichterung. Obwohl ich gestehen muss, der Samstagsabend war ja immer die Endfassung der Predigt. Das ist der erste Samstag, wo ich keine Endfassung zu bewältigen hatte, schon etwas merkwürdig war. Es ist also mehr Ruhe eingekehrt bei Wilhelm Imkamp. Und wenn im Schlosshof nicht gerade Christkindesmarkt oder Schlossfestspiele stattfinden, dringt hier tatsächlich kaum ein Laut herein. Und auch Mops Albizzi, benannt nach einem streitbaren Kardinal, scheint irritiert zu sein über die Unruhe, die der Besuch aus Augsburg bringt. Imkamp hat einen Schnitt gemacht. Man sollte schon klar sagen, das war jetzt, dass diese Epoche ist abgeschlossen. Und ich habe weder eine Verpflichtung noch ein Recht, mich in irgendwas einzumischen.
Bisher hatte ich auch nicht das Bedürfnis. Und zu tun gibt es hier ja auch genug. Ein Stockwerk höher warten mehr als 20.000 persönliche Bücher noch darauf, vernünftig einsortiert zu werden. Und trotzdem, der Rummel um die eigene Person, fehlt der nicht doch ein bisschen? In den 60er Jahren gab es mal ein Chanson von Evelyn Künicke, damals nicht mehr so jung, die gesungen hat, eins war ich Sexbombe, heute bin ich Ex-Bombe. Wie ist das bei Ihnen? Ja, also das eine war ich nie und die Ex-Bombe werde ich auch nicht sein. Ich glaube, dass meine Sprengkraft noch reicht. Denn gefragt ist er noch. Noch immer ist Wilhelm Imkamp Berater verschiedener vatikanischer Institutionen und Mitglied der Päpstlichen Akademie. Früher nannten die Medien ihn den PR-Mann Gottes. Doch dass er den Lautsprecher aus der Hand gegeben hat, das scheint Wilhelm Imkamp tatsächlich nicht zu stören. Es ist halt eine priesterliche Tätigkeit jetzt, die frei ist von technischen, arbeitsrechtlichen, finanzpolitischen Erwägungen, die in Vesperbild ja auch dazu gehörten. Und was ganz wichtig ist, ich brauche keine Werbung mehr zu machen. Ich hab's wirklich, bin glücklich und habe es gut erwischt. Ja. Was bleibt, ist die Eucharistie als tägliche Nahrung, das Wort Gottes als Orientierung und das Gebet als Eintauchen in die Beziehung zu Christus. So ganz im Ruhestand ist ein Priester eben nie.